ihr seht, wir haben uns als Organisation ein Ziel gesetzt, nämlich, dass Schule ein Ort wird, an dem man ganz zukunftsmutig ist und sich traut, die Gesellschaft mitzugestalten. Wie ihr wisst, stehen wir ja vor echt großen Herausforderungen in vielen Bereichen. Und umso wichtiger ist es, dass wir alle zusammenarbeiten und alle unsere guten Ideen beitragen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. In dem Sinne sind wir super gespannt, heute alle eure Projekte kennenzulernen. Und es ist so gemacht, dass jeweils ihr nach vorne kommt und einmal kurz vorstellt, wozu ihr gearbeitet habt, was ihr für eine Idee hattet, wie das funktioniert hat und wo man euch gleich finden kann. Wir haben heute unser Projekt vorstellen. Unser Projekt ist es, eine Aquaponikanlage aufzubauen. Es ist insgesamt auch wassersparend, umweltschonend und es geht um die Erde. Das heißt, man kann es auch überall aufbauen. Wir beschäftigen uns mit dem Ziel 5. Das ist Geschlechtergleichheit. In Kaffee war sehr viel Palmöl mit allem und sehr viel Zucker. Das wollten wir ändern. Okay, das wäre ein Weltprojekt, wie die in 2030 aussehen soll. Mein Projekt ist, einen Bienengarten anzulegen. Ich möchte den Bienen helfen. Dann los geht's. Trefft euch und tauscht euch aus. In unsere Schule kam, überlegt, dass es cool wäre, wenn wir Leute darauf hinweisen könnten, weniger CO2 auszustoßen, also dass mehr Leute mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Und dazu haben wir das 13. Ziel gewählt, Maßnahmen zum Klimaschutz. Also wir haben uns entschieden, Waschmittel zu produzieren, weil wir wenig nachhaltige Waschmittel auf dem Markt gesehen haben. Mit dieser Idee ein Konzept ausgearbeitet, wie wir Debatten führen, wo jeder seine Meinung mit konstruktiven Argumenten verteidigen und äußern kann, ohne verurteilt zu werden. Friday! Unser Projekt ist das Projekt Anti-Fried Chicken oder Apfelpilz AMC. Wir hatten die Idee, dass wir auf unserer Schule auf Hühner halten. Und das Essen von der Mensa, das normalerweise im Mülleimer kommt und weggeschmissen wird, dass man das, anstatt dass man das wegwirft, den Hühnern geben kann und die dann das quasi essen. Und dafür kriegt die Mensa von uns die Eier. Die haben eigentlich auch nur Vorteile im ökologischen, aber auch im wirtschaftlichen Sinne. Denn die Ressource bleibt im Umlauf, das Geld auch, jetzt schon 6 Millionen allein nur in Deutschland im Jahr. Und naja, das Plastik wird nicht verbrannt und der Pfand bleibt auch für die ärmeren Leute übrig. Die sammeln wir fürs Wasserprojekt in Afrika. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's. Den Veggie Day in der Schulmensa. Jeden Dienstag gibt es kein Fleisch in der Mensa. Wir haben Ziel Nummer 3, gute Gesundheit und Wohlbefinden. Weniger Fleisch ist gut, weil die männlichen Küken werden oft einfach getötet. Für Viehzucht wird oft der Regenwald abgebrannt. Das ist schlecht für die Tiere, Menschen und für das Klima. Und wir informieren über bedrohte Tiere. Und wir erstellen ein Buch über die 17 Ziele. Damit wollen wir halt erreichen, dass jeder Mensch, der noch nicht so viel über die 17 Ziele weiß, sich darüber informieren kann.
Schuljahr geht jetzt langsam zum Ende, aber das nächste Schuljahr kommt ja. Und mit dem nächsten Schuljahr hoffentlich auch wieder viele neue Projektideen bei euch.